Die nächste Unterscheidung ist die Unterscheidung in formelle Gruppe und informelle Gruppe. Eine formelle Gruppe, da steckt das Wort Form drin, ist von außen geformt, von außen vorgegeben. Da ist eine Struktur schon da, in die man reingesetzt wird. Zum Beispiel eine Abteilung, die ist schon vorher da. Das ist eine Gruppe, die ist von außen vorgegeben. Und eine informelle Gruppe ist eine Gruppe, die sich selber geformt hat. Da haben sich Menschen selber zusammengefunden und eine Fußballthekenmannschaft gegründet, zum Beispiel. Eine Gruppe zum Schutz von oder gegen X gegründet. Das ist eine informelle Gruppe. Möglicherweise ist in der informellen Gruppe die Motivation höher, weil man hier seine eigenen Ziele hat und die Ziele verbinden diese Menschen in der informellen. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.